seit 40 Jahren stillgestanden. Motor Becane. Letzte Woche habe ich ein hellblaues geholt, das war aber noch einiges besser im Zustand. Da der Motor ein bisschen blockiert, aber ein schönes Teil, Originalfarbe. Ja, ich bin da bei Muri. Hallo. Buongiorno. Buongiorno. Er hat einen wunderschönen Opel GT noch. Und ein 500, ist das 400? 500. 500, einen neuen 500, neueren Rallye. Und das ist die Benelli. Ein wunderschönes Benelli. Limita, oder? Sì, da Corsa, Replica. Da Corsa, ah, Replica. Und die Vespa. Noch ein altes Motom. 1960. Und da hinten steht noch eines, aber das zeige ich euch jetzt gerade. Da ist noch einiges an Rennmotoren. Wunderschöne Vespa. Tipptopp Zustand. Absolut wie neu. Eine 125er Vespa aus den 80er Jahren. Die PX. Eine richtig tolle, schöne Vespa. Und auch die ganze Werkstatt ist halt schon so richtig geil. Oder wo man noch so richtig Teile überall rumliegen hat. Eine alte Benelli hinten da noch. Und ja, es ist einiges zu verkaufen hier. Wenn ihr was wollt, dann meldet euch bei mir. Ich kann euch auch Kontakt mit Juri herstellen. Er hat ganz, ganz schöne Artikel. Auch dieses Garelli mit diesem Spezialauspuff. War irgendwie voll extrem. Mofas, Monteferaglia, das ist so eine Ausstellung. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr jetzt das seht, holt mal ein bisschen näher, steht das 59er Motor wieder, 1959. Und da stehen noch ganz, ganz viele Atalas, da ist noch das weiße Atala. Ja. 110. 110 yes. Pferde. Yes. Ja. 110 PS. Schwer, hä? Ja. Bremse auch gut zu bremsen. Schwer ist, muss man bremsen. Du brauchst keine Bremse, er hat Hupe. Questo non ho capito. Non ho capito. Come si chiama? Fremo. Ah, freni? Freni. Ah, sì. Freni? Non serve. No! No, è impossibile, questa non frena. Und da hinten eben geht's natürlich weiter. Straße? Ah, stehen noch ein ganzer Haufen alte Motorräder. Hier ist auch wieder eine Vespa. Moto Minarelli. Motore Minarelli. Oh, was ist das Geiles da? Was ist das Cooles? Hey, ist richtig cool. Fantic! Ja, Fantic Moto. Und das da auch wieder mit den kleinen Rädern. Auch so etwas Geiles. Ach, das ist ein Peugeot, oder? Da eine alte Lambretta. Questa è una Lambretta? Sì, del 54. Und das ist ein Souvenir aus Süditalien. Und das ist vielleicht mal mein zukünftiger Piaggio Sì, aber er kann sich noch nicht trennen, aber er ist auch sehr, sehr im guten Zustand. Und hier überall diese Lagergestelle voll mit alten, seltenen Motorradteilen und Mofa-Zubehör, Schutzblechen, Lichter. Auspuffe. Oh, es hört nicht auf. Ey Leute, es hört nicht auf. Es geht weiter. Es hat noch eine Beta. Eine Beta. Was ist eine Beta? Noch nie gehört. Wahrscheinlich italienisch. Eine Enduro. Und da ist noch eine zweite. Ein Fantic Moto. Und hier ist noch eine kleine Vespa. Mit Polini Motor. Polini Auspuff. Und hier ein altes Thomas. Hinten hat es eine, ja, auch noch weitere Zimmer. Hier wird der Regen noch ein bisschen gesammelt. Oh, da hinten eine ganze Werkstatt voll mit Ersatzteilen.
alles, was das Herz begehrt. Seltenste Teile von italienischen Spezialfahrzeugen, von auch französisch, alles Mögliche durcheinander. Bis unter das Dach gefüllt, Motoren auseinandergeschraubt, Stoßstangen. Einmalig cool. Ja, ich liebe solche Räume. Ich habe den Juri schon x-mal besucht, habe auch schon Videos gemacht. Aber das erste Mal jetzt heute, wo ich das Video mache, wo es hell ist, man auch etwas vom Ganzen sieht. Oben, da geht es weiter. Auf der Bühne hat er auch noch Sachen. Vespa 50 Kubik. Dieses alte, höchst seltene kleine Motorrad. Wahnsinn. Moto Guzzi, glaub. Nein, Carelli, stimmt. Das hat keiner. Das hat sogar eine Schweizer zulassen und hat das. Malaguti ist das. Califone. Auch geil. So cool. Das ist ein Beta. Caballero. Schau geil. Fantic Motor auch wieder. Da hinten steht noch so ein Malaguti. Den nehme ich das nächste Mal mit. So viele Schätze in diesem Lager drin. Da kommen fast die Tränen. Hey, da steckt schon noch ein Vermögen drin. Wirklich. Und, sind wir wieder herum. Ah, jetzt auch noch Werkstatt und Büro und ein Rahmen noch von einem Motorrad. Einfach coole Werkstatt.